Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite, heute mit Seite 176. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir, weil wir deine Weisheit und deinen Geist brauchen. Und vor allem möchten wir für uns persönlich in Anspruch nehmen, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Und es soll uns entsündigen von allen Sünden, die vielleicht noch unbekannt in unserem Herzen sind. Herr, sprich du durch dein Wort zu uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose Kapitel 20. Es geht jetzt um das letzte Jahr der Wüstenwanderung. Miriam ist gerade gestorben und die Gemeinde hat mal wieder kein Wasser und murrt schon wieder gegen Mose und Aaron. In Vers 3 heißt es, und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen werden, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind? Ja, nicht einmal Trinkwasser. Bestimmte Anklagen kamen immer und immer wieder und haben sich sogar von einer Generation zur nächsten weiter vererbt. Wir werden sehen, dass im Werk Gottes bestimmte Dinge immer und immer wieder auftreten. Das ist eine Mühsal für die, die Verantwortung haben. Aber Gott zeigt uns, dass selbst ein Mose und Aaron mit solchen Dingen immer und immer wieder konfrontiert worden sind. So als ob die Gemeinde überhaupt nichts aus dem gelernt hätte. Dabei wissen wir doch, dass wir nichts zu befürchten haben für die Zukunft, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. So wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. 40 Jahre zuvor hatte Mose einmal den Felsen schlagen sollen. Symbol dafür, dass der Fels Christus geschlagen worden ist für uns, damit wir das Wasser des Lebens haben können. Jetzt sollte Mose darauf hinweisen, auf den bereits geschlagenen Felsen. Und sollte auf das Wasser des Lebens hinweisen. Und es würde von alleine kommen. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen. Plötzlich lässt Mose seinen Gefühlen freien Lauf. Und er beschwert sich. Und er klagt seine untergebenen Schäfchen an. In der Sache liegt er gar nicht so falsch, sie sind tatsächlich widerspenstig. Aber statt auf Gott hinzuweisen, will er deutlich machen, wie ärgerlich er selbst ist. Und es heißt in Vers 11, und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab, da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Obwohl Mose sich hier selbst überhebt, tränkt Gott doch das Volk. Seine Sünde verhindert nicht, dass Gottes Erlösung für das Volk vorhanden ist. Aber sie hat doch schwerwiegende Konsequenzen. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Diese zweite Generation hat noch öfter mit Gott gehadert und ihn provoziert und ist doch in das gelobte Land gegangen, während Mose, der 40 Jahre lang die Aufgabe treu ausgeführt hat, hier wegen dieser einen Sünde nicht in das Land kommen soll. Aber Gott ist nicht ungerecht. Gott wusste, was er tat. Zum einen wollte er zeigen, dass je höher unsere Verantwortung ist, desto verantwortlicher sind wir auch für unser Leben. Desto höher ist unser Beispiel auch. Sünde bei einem hohen Leiter
hat viel schwerwiegende Konsequenzen für die ganze Gemeinde als bei einem einfachen Gemeindeglied. Und dann sollte unter gar keinen Umständen der Eindruck entstehen, dass Mose irgendwie entscheidend wäre, damit Gott das Volk nach Kanaan hineinbringen kann. In dem Moment, als Mose die ständigen Behauptungen des Volkes Israel, dass er sie ja führen würde, sich zu eigen gemacht hatte, konnte Gott ihn nicht länger über die Grenze gehen lassen, denn damit wäre dieser Eindruck verfestigt geworden. Gott musste demonstrieren, dass er es war und nicht Mose, der das Volk führt. Aber Gott hat diese Strafe oder diese Folge der Sünde ihm gegeben, wohl wissend, was er alles dem Mose noch schenken würde, was wir im Laufe des Studiums noch entdecken werden. Danach sandte Mose Boten aus Kadesh zu dem König von Edom. So lässt dir dein Bruder Israel sagen, du kennst alle Not, die uns begegnet ist, dass unsere Väter nach Ägypten hinabgezogen sind, dass wir lange Zeit in Ägypten gewohnt und die Ägypter uns und unsere Väter misshandelt haben und wir schrien zum Herrn und er hörte unsere Stimme und sandte einen Engel und führte uns aus Ägypten heraus und siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt am äußersten Ende deines Gebietes. So lass uns nun durch dein Land ziehen. Wir wollen weder durch Äcker noch durch Weinberge gehen, auch kein Wasser aus den Brunnen trinken. Wir wollen auf der Straße des Königs ziehen und weder zur rechten noch zur linken Seite abweichen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Der Edomiter aber sprach zu ihnen, du sollst nicht durch mein Land ziehen, sonst werde ich dir mit dem Schwert entgegenziehen. Die Israeliten fragen ganz höflich an und werden brüsk zurückgewiesen. Und die Kinder Israels sprachen zu ihm, wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, so wollen wir es bezahlen. Wir wollen weiter nichts als nur zu Fuß hindurchziehen. Er aber sprach, du sollst nicht hindurchziehen. Und der Edomiter zog ihnen entgegen mit mächtigem Volk und mit starker Hand. So verweigerte der Edomiter Israel die Erlaubnis, durch sein Gebiet zu ziehen und Israel wich ihm aus. Was tun wir, wenn nahe Verwandte, wenn Brüder in der Gemeinde oder auch Verwandte, Menschen uns nahestehen, uns brüsk abweisen, wenn sie uns harsch zurückweisen, wenn sie uns ungerecht behandeln? Sollen wir kämpfen? Sollen wir ihnen widerstehen? Die Israeliten wichen aus. Sie gingen dem Streit hier aus dem Weg, denn sie hatten keinen Auftrag von Gott, gegen die Edomiter zu kämpfen. Da brachen sie auf von Kadesh und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam zum Berg Hor. Und der Herr redete mit Mose und Aaron am Berg Hor an der Grenze des Landes der Edomiter und er sprach, Aaron soll zu seinem Volk versammelt werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israels gegeben habe, weil ihr meinem Befehl ungehorsam gewesen seid beim Haderwasser. Es war Mose, der gesprochen hatte. Es war Mose, der den Felsen geschlagen hatte, aber Aaron wurde mitbestraft, offensichtlich hatte, obwohl er selbst nicht gesprochen hatte und selbst nicht gehandelt hatte, die Tat und das Verhalten von Mose im Geist völlig mitgetragen und wurde auch entsprechend mitbestraft. Nimm aber Aaron und seinen Sohn Eleazar und führe sie auf den Berg Hor. Und ziehe Aaron seine Kleider aus und lege sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron soll dort zu seinem Volk versammelt werden und sterben. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, jede Sünde hat schreckliche Konsequenzen. Auch dann, wenn wir über Jahre und Jahrzehnte dir treu gedient haben. Und Herr, das haben wir alle schon in unserem Leben erlebt, dass selbst nach treuem Dienst für dich wir uns selbst vergessen, dass wir aus der Haut fahren, dass wir ungerecht andere behandeln, dass wir uns selbst erhöhen. Herr, hilf uns, dass wir das nicht mehr tun. Hilf uns, dass wir fest bei dir bleiben, uns bewusst machen, dass jede falsche Tat und jedes falsche Wort Konsequenzen für uns und auch für alle anderen haben kann und haben wird. Und danke, Herr, dass du uns trotzdem lieb hast und uns auch von jeder Sünde erretten möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.